Jane Andrews kam aus einfachen Verhältnissen. Aber sie gewann das Vertrauen der königlichen Familie. Sie kam in Kontakt mit Leuten, von denen sie nur geträumt hatte. Leute mit Geld, mit Yachten. Ihr ganzes Leben änderte sich. Sie war zweifellos eine soziale Aufsteigerin und hatte hochfliegende Ambitionen. Alles, was sie wollte, war in die Oberschicht zu gelangen. Sie wollte eine Heirat und war verzweifelt. Doch sie führte ein Doppelleben. Respektiert im königlichen Haushalt, doch insgeheim in gewalttätige Beziehungen verstrickt. Tommy Cressman war die Eintrittskarte ins Leben ihrer Träume. Tommy war eine gute Partie. Ein erfolgreicher Geschäftsmann mit schickem Auto und schnellem Boot. Aber Jane Andrews hatte eine dunkle Seite, die sie nicht unter Kontrolle hatte. Warum bist du nicht da, wo ich dich haben will? Ich will dich hier. Eingebildet. Manipulierend. Besitzergreifend. Eine Stalkerin. Die Brutalität, mit der sie ihren reichen Liebhaber tötete, verblüffte alle. Und sie gehört zu den kaltblütigsten Mörderinnen in Großbritanniens Geschichte. Ein vorsätzlicher, kaltblütiger, brutaler Mord. Während Tommy Cressman tagsüber seinen Geschäften nachging, plante Jane Andrews den heimtückischen Mord. Gott bewahre jeden Mann davor, mit so einer Frau eine Beziehung einzugehen. Zwei Leben, die das Schicksal auf tragische Weise verband. Dies ist Jane Andrews Countdown zum Mord. September 2000, Flughafen Nizza in Frankreich. In der Abflughalle kommt es zwischen einem Paar zu einem offenen Streit. Es sind Tommy Cressman, Sohn eines Multimillionärs, und Jane Andrews, ehemalige persönliche Ankleidedame der Herzogin von York, eine vertraute Angestellte des britischen Königshauses. Andrews will wissen, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll. Werden wir heiraten? Entscheide dich. Sie wollte endlich einen Ring am Finger. Tommy sagt das, wovor Jane sich am meisten fürchtet. Er werde sie niemals heiraten. Damit besiegelt er sein eigenes Todesurteil. Wenn sie ihn nicht bekam, sollte ihn niemand bekommen. Jane Andrews wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Grimsby in der Grafschaft Lincolnshire auf. Ihr Vater war Schreiner, die Mutter Nachhilfelehrerin. Das Geld war immer knapp. Jane musste in den Sofaritzen nach Kleingeld suchen, um Brot kaufen zu können. Mit dem Lernen hatte sie Probleme und schwänzte oft die Schule. Schließlich bekam ihre Mutter durch den Sozialdienst Wind davon. Die Scham über die Schande, die sie über die Familie gebracht hatte, war zu viel für Jane. Mit nur 15 Jahren nahm sie eine Überdosis Tabletten. Sie überlebte, litt aber weiter an Depressionen und Panikattacken. Ihre Eltern waren sehr besorgt um sie. Je älter sie wurde, umso schwieriger wurde es für ihre Eltern. Sie war psychisch labil und selbstmordgefährdet. Andrews schwänzte weiter, was sich auf ihre Leistungen auswirkte. Sie verließ die Schule mit einem niedrigen Abschluss und ging in eine Modeschule. Tommy Cressmans Kindheit hätte dagegen kaum unterschiedlicher sein können. Sein Vater Harry war ein amerikanischer Multimillionär und Unternehmer und ein ehemaliger Direktor des Aston Villa Football Clubs. Tommys Start ins Leben war ausgesprochen privilegiert. Meine Schwester, Tommy und ich hatten amerikanische Eltern, aber wir wuchsen in England auf. Wir Brüder gingen auf die Stowe School. Danach ging Tommy zur weiteren Ausbildung auf die Baylor University in Texas. Er wurde dadurch eine interessante cross-atlantische Mischung aus britischem Schuljungen und amerikanischem Preppy.
Tommy machte an der Universität seinen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Auszeichnung. Dann ging er an die Ostküste der USA und arbeitete bei einer angesehenen Bank. 1985 kehrte er mit 24 Jahren nach Großbritannien zurück. Er gründete sein eigenes Unternehmen und kaufte eine Wohnung im Londoner Stadtteil Fulham. Er hatte zwei Beziehungen, die aber nicht von Dauer waren. Tommy war mit seinem Geschäft verheiratet. Jane Andrews war erst 17 und ging noch zur Modeschule, als sie schwanger wurde und eine Abtreibung hatte. Andrews hatte eine chronische Angst davor, verlassen zu werden. Deshalb ging sie mit neuen Partnern gleich ins Bett. Sie fürchtete, sie würden sie verlassen, wenn sie es nicht tat. Sie war sehr bedürftig und emotional verstört. Das führte zu bestimmten sexuellen Handlungen, die ihr eigentlich widerstrebten. So wollte sie den Mann halten. Nach der Modeschule wohnte Andrews immer noch bei ihren Eltern in Grimsby, aber sie wollte weg. Sie träumte von einem besseren Leben. Und die Hochglanzmagazine, die sie ständig durchblätterte, zeigten ihr, wie es aussehen sollte. Andrews machte sich Sorgen darüber, wie sich ihr Leben entwickelte. Sie wollte aus Grimsby raus und irgendeine Arbeit finden, die ihr Ansehen verschaffte. Sie war eine Getriebene und wollte raus aus der Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen war. Andrews erster Karriereschritt war ein Job für ein Geschäft in Grimsby. Sie entwarf Mode. Doch das reichte ihr nicht. Sie wollte Geld, Erfolg und Macht. Mit 21 bewarb sich Andrews auf eine anonyme Anzeige in einem Gesellschaftsmagazin als persönliche Ankleidedame. Sie wurde eingeladen und konnte nicht glauben, für wen sie arbeiten sollte. Beim Vorgespräch wurde ihr klar, dass es um die Herzogin von York ging. Das Vorstellungsgespräch lief gut. Andrews und die Herzogin verstanden sich sofort. Eine Woche später hatte sie den Job und war in heller Aufregung. Endlich wurde ihr Traum wahr. Sie konnte Grimsby verlassen und nach London ziehen. Fergie war froh, jemanden gefunden zu haben, der ihre Kleidung und persönlichen Dinge in Ordnung hielt. Doch die Royals hatten eine Frau eingestellt, die sich als kaltblütige, obsessive Mörderin erweisen sollte. Plötzlich war sie raus aus Grimsby und fand sich im königlichen Haushalt wieder. Sie arbeitete mit Vertrauten der Royals. Und sie begleitete die Herzogin auf einigen Besuchen und Reisen, die sogar ins Ausland führten. Ihr Leben hatte sich völlig verändert. Andrews hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Durch die Verbindung mit der Herzogin hielt sich Andrews für etwas Besonderes. Das Mädchen aus Grimsby war nun in königlichen Diensten. Sie nahm an hochkarätigen Veranstaltungen teil und bewegte sich in Kreisen, von denen sie nur hätte träumen können. Andrews liebte ihre Stellung und ging völlig in ihrem neuen Leben auf. Sie versuchte fast, sich in ein Mitglied der königlichen Familie zu verwandeln. Sie kleidete sich wie die Herzogin und hielt sich nicht für eine Angestellte, sondern für eine Freundin der Herzogin. Andrews war eine wertvolle Hilfe für die Herzogin und vertraut mit allem, was sie tat. Sie hütete ihre Kleidung und ihre Geheimnisse. Die Herzogin und sie fuhren zusammen in Urlaub. Sie war Teil ihres persönlichen Lebens. Andrews hatte ihren Traumjob gefunden. Jetzt fehlte nur noch ein Ehemann. Im April 1989 lernte sie den 21 Jahre älteren Computermanager Christopher Dunn Butler kennen. Er war reich und besaß den Status, nach dem sich Andrews sehnte. Doch er hatte eine Freundin und die war im Weg. Andrews verführte Dunn Butler und sie hatten eine heimliche Affäre. Nach einigen Wochen wollte sie mehr. Dunn Butler trennte sich von seiner Freundin, doch zuvor bekam die noch ein anonymes Geschenk. Eine Schachtel Schokolade mit Rattengift. Die Polizei konnte das Gift nachweisen, aber den Absender nicht ermitteln. War dies der erste rücksichtslose Schlag einer Frau, die sich um jeden Preis einen Ehemann sichern wollte?
Wir konnten nicht beweisen, dass Jane Andrews die Schokolade vergiftet hatte, doch es war ein Hinweis, dass sie besitzergreifend und eifersüchtig war. Sie schreckte auch nicht vor Gewalt zurück, um zu bekommen, was sie wollte. Die Polizei unternahm nichts, weil niemand zu Schaden gekommen war. Christopher Dunn Butler und Jane Andrews heirateten im August 1990. Durch den Job im Königshaus hatte sie Status und nun endlich auch den passenden Namen dazu. Die Erinnerung an ihre schwierige Jugend verblasste. Sie sog das Leben in London förmlich in sich auf. Ich glaube, sie gehörte zu den Menschen, die unbedingt weiterkommen wollten. Neben ihrer Karriere ging es auch in ihrem sozialen Leben steil aufwärts. Trotz ihrer Ehe hatte sie eine Reihe von Affären. Eine mit einem Bodyguard der königlichen Familie. Ihre Ehe nahm sie nicht sonderlich ernst. Es machte ihr Spaß zu flirten und mit anderen Männern ins Bett zu gehen. Durch ihre Affären vernachlässigte Andrews ihre Ehe mit Christopher Dunn Butler. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Herzogin lernte sie einen griechischen Reeder kennen. Sie verliebten sich und Andrews verließ ihren Mann. Sie zog in ein Apartment, das die Herzogin für sie angemietet hatte. Doch ihre Kontrollsucht und ihre Eifersuchtsanfälle zerstörten die Affäre. Als er sich trennen wollte, rastete Andrews aus. Sie zerschnitt seine Kleidung und demolierte seine Wohnung. Der reiche Geschäftsmann fürchtete um seine Sicherheit und kaufte sich frei. Sie bekam einige tausend Pfund, um aus seinem Leben zu verschwinden. Sie zeigte bei ihm wieder dieselben Verhaltensmuster, Eifersucht und Skrupellosigkeit. In all ihren Beziehungen hatte sie diese Verhaltensweisen gezeigt. Andrews wurde mit dem erneuten Scheitern einer Beziehung nicht fertig. Mit 28 Jahren unternahm sie einen weiteren Selbstmordversuch. Sie überlebte. Es gelang ihr, dieses Geheimnis vor der Herzogin zu verbergen. Ihr Job und ihre Beziehung zu Fergie waren die einzigen stabilen Dinge in ihrem Leben. Und die wollte sie schützen. Die Herzogin ahnte überhaupt nicht, dass diese Frau zwei Gesichter hatte. Sie gab sich als bescheidene, treue Dienerin. Doch darunter verbarg sich jemand mit seltsamen, verwirrten Tendenzen. 1997 wendete sich das Blatt für Andrews. Fergie war finanziell am Ende. Die Queen hatte immer einen Faible für ihre extrovertierte Schwiegertochter, doch jetzt war der Hof sehr irritiert von ihren Finanzgebaren. Es nervt mich, dass ich jeden Tag lesen muss, ich sei dreifache Millionärin. Die Herzogin und ihre Kinder waren diesmal nicht im Winterurlaub. Viele Reisen sind gestrichen. Alles Indizien für ihre Geldknappheit. Das Königshaus und die Herzogin mussten sparen. Nach 9 Jahren im königlichen Dienst verlor Andrews ihre Anstellung, ihren Titel und damit ihre Identität. Andrews hatte das Gefühl, trotz ihrer Loyalität fallen gelassen worden zu sein. Das traf sie hart. Sie hatte sich an die Dinners mit der High Society gewöhnt. Was sollte sie jetzt tun? Das arme Mädchen aus Grimsby, das es unter die reichsten Familien Englands geschafft hatte, begann wieder bei Null. Sie hatte die einzige Sicherheit in ihrem Leben verloren. Ihre Ängste waren zurück und sie war zerbrechlicher als je zuvor. Ihr Luxusleben war zu Ende, aber sie wollte um jeden Preis in der High Society bleiben. Eine Rückkehr nach Grimsby kam für sie nicht in Frage. Sie hatte Freunde in den besseren Kreisen, war gesellig und liebte es, auf Partys zu gehen. Diesen Lebensstil wollte sie bewahren. Nach 6 Monaten fand sie einen Job bei einem Edeljuwelier. Hier traf sie reiche Kunden und konnte neue private Kontakte knüpfen. Im Dezember 1998 wurde sie zu einem Blind Dinner eingeladen. Dort traf sie ihren nächsten reichen Liebhaber. Das Treffen hatte eine Freundin arrangiert. Sie nahm mit den beiden ein paar Drinks in einer Bar in der Londoner Innenstadt. Sie plauderten gemeinsam für einige Stunden.
Dann ließ sie Tommy und Jane allein. Tommy Cressman, ein 39-jähriger Ex-Börsenmakler, war die perfekte Partie. Er war ein sehr attraktiver, gut aussehender Typ. Tommy hatte eine hinreißende Art, der Jane nicht widerstehen konnte. Tommy hatte ein gutes Herz. Er war sehr fürsorglich. Sein Sternzeichen war Waage. Er war ausgeglichen und liebte es, Spaß zu haben. Tommys Vater war ein amerikanischer Multimillionär. Harry Cressman baute für Ford eine der größten Autohausketten in Europa auf. Doch Tommy war auch selbst ein erfolgreicher Geschäftsmann. Tommy handelte mit Autoplanen und das lief sehr gut. Er war sehr engagiert und versuchte, das Unternehmen voranzubringen. Tommy war mit seinen 39 Jahren noch jung. Das Geschäft lief, es gab viel zu tun für ihn. Er war voller Energie und Leben und wollte etwas erreichen. Nach all ihren gescheiterten Beziehungen hatte Andrews endlich den Mann gefunden. Er würde für sie sorgen, sie heiraten und ihr das Leben bieten, an das sie sich gewöhnt hatte. Sie wollte nach oben und Tom war eine gute Partie mit einem beträchtlichen Vermögen. Er hatte ein nettes Stadthaus zwischen Fulham und Chelsea. Er war erfolgreich, hatte ein schickes Auto, ein Boot und kam aus einer Familie, die es geschafft hatte. Sie wollte die Heirat unbedingt. Und Tommy war ein guter Fang, ein erfolgreicher, richtig netter Kerl. Ich kann jede Frau verstehen, die ihn heiraten wollte. Die Chemie zwischen Tommy und Jane stimmte einfach. Es war typisch Tommy. Er sagte, Richie, ich habe jemanden kennengelernt. Er schien richtig aufgeregt und wir freuten uns für ihn. Der Beginn ihrer Beziehung hätte nicht besser laufen können. Tommy war sehr begeisterungsfähig und die beiden schienen glücklich miteinander zu sein. Sie sahen sich jeden Tag und es dauerte nicht lange, bis die beiden den nächsten Schritt taten. In fairness, they moved in together. Sie zogen zusammen, und zwar schon sehr bald, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Ich glaube, es waren noch keine 3 Monate vergangen. Jane zog in Tommys Wohnung. Überall versteckte sie kleine Liebesbotschaften für ihn. Es war eine stürmische Romanze, doch Jane Andrews wollte noch mehr. Mit 31 hatte sie schon einiges hinter sich. Eine Abtreibung als Teenager, eine untreue Ehe, Selbstmordversuche und diverse chaotische, manchmal gewalttätige Beziehungen. Ihr Job als Kammerzofe der Herzogin von York war ihr einziger Halt. Als sie ihn verlor, schien ihr Leben vorbei zu sein. Aber das Glück kehrte zu ihr zurück, als sie den reichen Ex-Broker Tommy Cressman bei einem Blind Date in London kennenlernte. Tommy war ihr Ticket zurück in ein luxuriöses Leben. Er war immer sehr charmant und unterhaltsam. Ein Typ, der gern den Champagner fließen ließ. Er liebte es, wenn die Leute sich vergnügten und Party machten. Er war einfach ein sehr geselliger Mensch, der gern Spaß hatte. Doch wie bei allen Beziehungen zuvor wurde Jane schon bald sehr besitzergreifend. Sie war extrem eifersüchtig. Wenn er mit einer anderen Frau sprach, kam sie an und zog ihn fort. So sah sie ihre Beziehung. Er gehörte ihr und niemandem sonst. Ich glaube nicht, dass ihm das gefiel. Tommy flog zu einem Junggesellenabschied nach Deutschland. Jane Andrews war dagegen. Als er nach der Landung sein Handy anstellte, fand er eine Flut von Nachrichten. Warum rufst du nicht an? Und so weiter. Dieses ganze obsessive, besitzergreifende, eifersüchtige Verhalten. Und weil sie ihn nicht erreichte, hatte sie auch Freunde, die mitgeflogen waren, mit Anrufen und SMS bombardiert. Wo ist er? Was ist los?
Ihre eifersüchtigen Anrufe waren nur der Anfang. Sie wollte ganz sicher gehen und ein Eheversprechen von Tommy. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung bei irgendeiner Dinnerparty. Obwohl da fremde Leute waren, brachte sie das Gespräch direkt auf ihre Beziehung. Da klang immer durch, Tommy, du stehst nicht zu mir, oder wie soll es mit uns weitergehen? Tommy war nicht der Typ, der sich gern stritt. Er reagierte einfach nicht drauf. Andrews wurde so paranoid wegen Tommy, dass sie auch seine E-Mails las. Sie fand eine Reihe von E-Mails von einer jungen Frau, die Tommy auf einer Geschäftsreise in Las Vegas kennengelernt hatte. Wir schickten Beamte nach Kalifornien, wo sie lebte. Wir befragten sie und es kam heraus, dass sie nie etwas Sexuelles miteinander gehabt hatten. Tom und diese junge Frau schrieben sich einfach Mails. Es war klar, dass sie keine körperliche Beziehung gehabt hatten und es auch keine geben würde. Doch eine E-Mail zerstörte ihren Plan von einer gemeinsamen Zukunft. Darin verglich Tommy sie mit einem Paar alter Hausschuhe, das er einfach nicht wegwerfen konnte. Andrews war außer sich. Sie durfte nicht noch einen Mann verlieren. Am Abend konfrontierte sie ihn damit. Ich glaube, es war reine Besitzgier. Offenbar hatte sie beschlossen, immer nur das Schlimmste zu denken. Andrews war wütend, doch Tommy konnte sie beruhigen. Er überredete sie, ihn auf eine Urlaubsreise an die italienischen Seen zu begleiten. Es war eine Chance, die Beziehung zu kitten. Ich glaube, wir waren die Letzten, die sie sahen, bevor sie in den Urlaub aufbrachen. Ich sehe noch Jane vor mir, wie sie auf einem Kinderroller durch den Flur sauste. Alle waren glücklich. Wir wünschten ihnen zum Abschied einen schönen Urlaub. Ich bin mir sicher, sie dachte, alles wird gut und es wird eine schöne Reise. Sie wollte sie unbedingt. Im Nachhinein denke ich, Tommy wäre glücklicher gewesen, wenn es nicht dazu gekommen wäre. Vielleicht würde er dann noch leben. Andrews hoffte, Tommy würde ihr auf dieser Reise einen Antrag machen. Sie reisten zu den italienischen Seen und nahmen ein Mahagoni-Boot, das er renoviert hatte. Sie fuhren damit zu einem großen Treffen von Riva-Bootsbesitzern. Tommy hatte nicht vor, Jane Andrews zu heiraten. Er stellte die ganze Beziehung in Frage. Ich glaube, er wusste, dass er es beenden musste, aber er wollte es sanft beenden. Er war niemand, der es auf eine Konfrontation anlegte. Wie gesagt, er war eher ein sanfter und sehr freundlicher Mensch. Er wollte einfach keinen großen Streit. Andrews hatte keine Ahnung, was in Tommy vor sich ging. Sie dachte, alles liefe nach Plan. Sonne, Wasser, Champagner. Ein Millionärsleben. Doch am Ende kam es erneut zum Streit. Ich glaube, bei diesem großen Treffen, wo auch Freunde und weitere Gäste anwesend waren, fielen leider ein paar unschöne Bemerkungen. Für Tommy war das peinlich und nur schwer zu ertragen. Die unterschwelligen Spannungen zwischen Tommy und Jane brachen wieder auf. Jane wollte es nicht verderben, aber sie verschärfte die ganze Situation, indem sie das Glück herausforderte. Aber so läuft es eben nicht. So etwas kann man nicht erzwingen. Es muss von selbst passieren. Vielleicht wollte sie einfach all das, was Tommy ihr bieten konnte, nicht verlieren. Andrews beschloss, dass sich Tommy zu ihr bekennen musste. Auf ihrem Heimweg am Flughafen in Nizza brachte Andrews voller Wut das Thema Heirat zur Sprache. Tommy gab ihr die Antwort, vor der sie sich gefürchtet hatte. Er werde sie niemals heiraten. Mit dieser endgültigen Zurückweisung begann Jane Andrews' Countdown zum Mord. Jetzt war klar, dass es mit ihnen aus war. Ihr Leben fiel zusammen.
Es war schon einmal eine Beziehung zerbrochen und jetzt passierte es wieder. Auf ihre Art liebte sie Tommy. Dass er sie verließ, war für sie eine Sünde, die sie nicht vergeben konnte. Wir prüften, ob sie ein Motiv hatte. Und ihr Motiv war verschmähte Liebe. Dass Tommy sagte, er wolle sie nicht heiraten, war zu viel für sie. Er machte ihr klar, dass er nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte. Sie dagegen wollte eine dauerhafte Beziehung. Sein Geständnis löste einen Tobsuchtsanfall bei ihr aus. Ich schätze, sie wollte es einfach nicht akzeptieren. Nach diesem Streit rief sie eine Freundin an, um ihr davon zu erzählen. Schließlich beruhigten sich beide wieder und checkten für den Rückflug ein. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Unsere Flughöhe beträgt 10.000 Meter. Wir werden pünktlich in London landen. Auf dem Flug ließ sich Jane Drinks bringen, während Tommy schlief. In Ruhe dachte sie darüber nach, wie sie mit Tommys Zurückweisung umgehen sollte. Er hat sich selbst in diese Situation gebracht. Wir konnten ja nicht ahnen, was sich daraus entwickeln würde. Sie kehrten zu ihrem Haus im Südwesten Londons zurück. Dort ging der Streit weiter. Sie war sicher total verzweifelt und in einem erregten Zustand. Man kann sich vorstellen, wie das weiterging, als sie erst zu Hause waren. Tommy wollte, dass sie Hilfe in Anspruch nahm, aber davon wollte sie nichts wissen. Ich glaube, ihr Besitzanspruch machte es Tommy unmöglich, sich festzubinden. Er versuchte, sie zu überzeugen, sich wegen ihrer psychischen Probleme helfen zu lassen. Aber das funktionierte nicht. Nachts gingen sie zu Bett, müde vom Streiten. Am nächsten Morgen ging der Streit weiter. Aber etwas hatte sich verändert. Andrews war untröstlich und rasend vor Wut. Es gab einen Riesenstreit und es wurde ziemlich unschön. Es krachte gewaltig. Spätestens jetzt war klar, dass von Heirat keine Rede mehr sein konnte. Die Beziehung war definitiv am Ende. Die Lage eskalierte und Jane geriet außer Kontrolle. Die Situation wurde für Tommy einfach untragbar. Und er wollte das Problem irgendwie lösen. Der Streit schlug um in Gewalt. Tommy hatte Angst um seine Sicherheit. Kurz nach 11:30 rief er die Notfallzentrale an. Polizeinotruf. Ich habe eine schwere Auseinandersetzung mit meiner Freundin. Jemand verletzt? Noch nicht. Wo ist Ihre Freundin? Sie starrt mich an. Wir haben Streit und es könnte jemand verletzt werden. Was sollen wir tun? Jemand muss uns stoppen. Wenn hier nicht bald jemand kommt, wird es Verletzte geben. Diese Aufzeichnung ist sehr aufschlussreich. Das Gespräch verlief extrem unglücklich. Und ich denke, die Polizei hat daraus gelernt. Da war ein Mann, der in seiner Verzweiflung die Polizei anrief. So besorgt war er über das, was noch passieren könnte. Doch die Polizei ignorierte ihn und sagte, sie könnte nichts tun, ehe nicht eine Straftat begangen wurde. Er hatte die Polizei angerufen und gesagt, jemand muss hierher kommen, sonst wird es noch Verletzte geben. Auf der Wache in Fulham entschied man jedoch, dass es nicht dringend war. Sie wollten nichts unternehmen, weil man damals dachte, es ist ja nichts passiert.
Ich glaube, Tommy wollte sie beide schützen. Sich selbst und Jane. Both himself and Jane. Verzweifelt und mitgenommen rief Tommy seinen besten Freund an. Es war das letzte Mal, dass sie miteinander sprachen. Es klingelte. Richie, hier ist Tommy. Wir haben Schluss gemacht. Ich fragte, warum? Als unser Urlaub zu Ende ging, wollte sie wissen, ob ich... Naja, sie dachte wohl, ich mache ihr einen Antrag. Hatte ich aber gar nicht vor. Wir hatten heute Morgen einen Riesenkrach. Sie ist mit dem Auto abgehauen und irgendwo hingefahren. Dann sagte er, oh, das andere Telefon klingelt. Das könnte sie sein. Ich rufe dich zurück. Doch Tommy rief nie mehr an. Um 13 Uhr ging Tommy gegenüber in sein Büro, um auf andere Gedanken zu kommen. Inzwischen kehrte Jane Andrews zurück. Sie hatte einen mörderischen Plan geschmiedet. Zuerst packte sie eine Reisetasche und versteckte sie im Kleiderschrank. Dann legte sie ein Tranchiermesser aus der Küche auf ihrer Seite unter das Bett. Einer von Tommys Cricketschlägern lag bereits in Reichweite. Als Tommy am Abend von der Arbeit zurück war, setzte er sich ins Wohnzimmer, um auszuruhen. Er ahnte nicht, dass seine Mörderin bereits plante, wann sie zuschlagen wollte. Während Tommy fernsah, verließ Andrews die Wohnung. Auf einer Autofahrt ging sie sorgfältig in Gedanken durch, wie sie mit dem Mord an Tommy Cressman davonkommen wollte. Als sie zurückkehrte, lag Tommy im Bett. Um ungefähr 22 Uhr legte sie sich ebenfalls hin. Tommy schaute ein paar Stunden die Olympia-Übertragung aus Sydney. Andrews stellte sich schlafend und wartete. Tommy war kurzsichtig. Andrews wusste, wenn er die Brille abnahm, dauerte es nicht mehr lange, ehe er eingeschlafen war. Das war ihre Gelegenheit, zuzuschlagen. Sobald sie überzeugt war, dass Tommy schlief, schlich sie sich leise aus dem Bett und nahm den Cricketschläger. Den Indizien nach ist er wohl mit seinem eigenen Cricketschläger auf den Kopf geschlagen worden. Es muss ihn mindestens betäubt oder sogar aus dem Bett gehauen haben. Dann nahm sie das 20 cm lange Messer. Sie stieß das Küchenmesser in seinen Brustkorb. In die Lunge. Dabei wurde das Herz an der Seite angeritzt. Die forensische Untersuchung ergab, dass diese Verletzung nicht sofort zum Tod geführt hat. Er war wohl bei Bewusstsein, als er starb. Am Tatort gab es nicht viel Blut, aber in den Lungen und im Brustkorb. Er ist also verblutet. Einfach schrecklich. Was soll ich sagen? Es war ein vorsätzlich geplanter, absolut kaltblütiger, brutaler Mord. Andrews ließ ihren getöteten Freund auf dem Bett zurück und band den Gürtel ihres Bademantels zwischen Türklinke und Geländer. Es war nichts als ein erbärmlicher Täuschungsversuch. Der Gürtel war nur lose mit Tür und Geländer verbunden. Nur damit sie behaupten konnte, sie hätte verhindern wollen, dass er sie verfolgt. Aber als sie das Schlafzimmer verließ, muss ihr klar gewesen sein, dass sie ihn umgebracht hatte. Danach duschte sie, zog sich an, nahm ihre Tasche und verließ die Wohnung. Als Tommy am Montag nicht zur Arbeit kam, wurde die Polizei alarmiert. Ich bekam einen Anruf von einem Freund, der am Montag zum Büro fuhr. Er meinte, irgendwas ist los, hier steht Polizei vor Tommys Haus. Ich weiß nicht wieso, aber mir war sofort klar, dass etwas Schreckliches passiert war. Am Montagmorgen, zwei Tage nach dem Mord, drang die Polizei in das Haus ein und betrat das Schlafzimmer. Dort fanden sie Tommys Leiche, mit dem Gesicht nach unten liegend, quer über dem Bett, das er mit Jane Andrews geteilt hatte. Sein Kopf war bis zum Schädel aufgeplatzt.
und in seiner Brust klaffte ein 10 cm großes Loch. Das Küchenmesser wurde unter dem Bett gefunden, der Cricketschläger auf dem Boden. Jane Andrews war die Hauptverdächtige. Als die Polizei sie aufforderte, sich zu stellen, verwischte sie ihre Spuren. In SMS an ihre Freunde beteuerte sie ihre Unschuld. Freunde versuchten, sie zum Aufgeben zu bewegen. Selbst die Herzogin von York versuchte es. Wir fanden heraus, dass sie ein Auto besaß. Ich glaube, es war ein VW Golf. Wir gaben die Nummer an alle Einsatzkräfte in England und Wales durch. Sie fuhr an die Südküste. Dort nahm sie eine Überwachungskamera beim Einkauf von Unterwäsche auf. Die Polizei war der Mörderin auf der Spur. Wir orteten ihr Handy. Weil sie es auch benutzte, konnten wir das Signal verfolgen. Zwei Tage später fand ein Polizist aus Devon und Cornwall sie morgens auf einem Parkplatz. Sie hatte eine Überdosis Paracetamol genommen. Ein weiteres Mal hatte Jane Andrews vergeblich versucht, sich das Leben zu nehmen. Sobald sie genesen war, wurde sie festgenommen und des Mordes an Tommy Cressman angeklagt. Auf der Anklagebank des zentralen Gerichtshofs Old Bailey saß sie Tommys Familie gegenüber. Sie scherte sich keinen Augenblick um die Gefühle anderer. Erst recht nicht um die des Mannes, den sie ermordet hatte. Der Auslöser war Zurückweisung. Sie war einfach unfähig, mit einer Situation fertig zu werden, die für sie unangenehm war. Andrews griff Tommy mit einem Cricketschläger an, bevor sie ihn in die Brust stach und dabei seine Lunge und sein Herz verletzte. Man konnte beweisen, dass das Messer zum Teil herausgezogen und mit einer Drehbewegung wieder hineingestoßen worden war. Am 23. April 2001 begann der Prozess im Old Bailey. Medienvertreter aus der ganzen Welt wollten über die Angeklagte Jane Andrews berichten. Die ersten zwei, drei Tage bot sich ein unglaubliches Bild. So etwas habe ich weder vorher noch danach jemals wieder erlebt. Der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Wer von den Journalisten keinen Stuhl hatte, saß auf dem Fußboden. Als ich zu den Geschworenen sprach, saßen sie fast auf meinen Füßen. Es war einer dieser Fälle, wo man jedes Wort hören will. Andrews behauptete, sie habe Tommy in Notwehr getötet. Er hätte versucht, sie zu vergewaltigen und dann habe sie ihn mit dem Cricketschläger abgewehrt. Als er sie dann erneut angriff, habe sie ihn mit dem Messer erstochen. Tommy auf so absolut ekelhafte Weise zu diffamieren, den Ruf unserer ganzen Familie vor Gericht so in den Dreck zu ziehen, in der Gerichtsverhandlung und später in der Berufung, nein. Nein, tiefer kann man nicht sinken. Sie nahm ihm das Leben und dann tötete sie ihn nochmal, als sie versuchte, seinen Ruf zu ruinieren. Doch ihre Verteidiger konnten ihre Version des Tathergangs nicht beweisen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keinerlei Zweifel an Tommys Charakter. Im Grunde kam am Ende heraus, dass sie durch und durch eine Lügnerin war. Sie war von sich selbst besessen. Alles, was sie sagte, drehte sich nur um sie selbst, um die Folgen für sie, um ihre eigenen Gefühle. Über die Emotionen anderer dachte sie keine Sekunde nach. Am wenigsten über den Mann, den sie getötet hatte. Weil Andrews behauptete, in Notwehr gehandelt zu haben, musste die Staatsanwaltschaft ihr die Schuld nachweisen. Bei einem Mordfall muss jede einzelne Information genau untersucht werden. Die Herausforderung ist es, daraus Beweise zu erstellen, die vor Gericht Bestand haben. Die Polizei fand in der Wohnung zwei Notizen von Jane Andrews. Sie lauteten: Liebste Eltern, es tut mir leid, in mir ist kein Schmerz mehr. Tom hat mir so wehgetan, er war so grausam zu mir. Man fand auch einen zerrissenen Brief, den Tommy an Jane geschrieben hatte. Liebste Janie, ich habe immer wieder versucht, dich glücklich zu machen. Doch es war wohl nie genug. Deine Stimmungsschwankungen waren unberechenbar
und deine Eifersucht war außer Kontrolle. Ich sollte Teil deines Lebens sein, nicht das Ganze. Dasselbe gilt für dich. Ich hasse es, dich so betrübt zu sehen. Tommy. Der Prozess am Old Bailey dauerte 3,5 Wochen. Am 16. Mai 2001 verurteilte die Jury Jane Andrews nach 11-stündiger Beratung zu lebenslanger Haft wegen Mordes. In seiner Urteilsbegründung warf der Richter Andrews vor, dass sie Tommy ohne jede Reue sterben ließ. Die Beweise zeigten, dass ein Vorsatz bei der Tötung wahrscheinlich war. Sie hatte ja die Werkzeuge bereitgelegt, mit denen sie den Mord verüben wollte. Wenn Sie aus der Küche ein Messer holen, hochgehen und jemanden damit erstechen, dann ist das kein Unfall und keine Notwehr, sondern Mord. Nach dem Prozess sprach Tommys Vater zur Presse. Das Schlimmste war ohne Zweifel die Schilderung, wie sie ihn erst mit dem Cricketschläger erschlug, dann mit dem Messer zustieß, es noch etwas rauszog und erneut zustach. Was kann es für einen Vater Schlimmeres geben? Gott bewahre jeden Mann davor, wenn es in einer Beziehung mit dieser Frau nicht so läuft, wie sie will. Ich glaube, sie ist zu extremer Gewalt fähig. Und das sollte eine Warnung sein. Es gibt bei Mord 5 Verteidigungsgründe und sie versuchte es mit jedem Einzelnen. Sie hätte es nicht getan. Verminderte Schuldfähigkeit, psychische und physische Erkrankung, dass sie zum Mord gezwungen war und dass sie sexuell missbraucht worden sei. Keiner von uns kann Familienfeste genießen, weil wir Tommy so gern dabei gehabt hätten. Für alle von uns kann lebenslänglich nur bedeuten, dass es niemals eine Entlassung aus dem Gefängnis geben kann. Sie ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Bei ihrer Vergangenheit sollte sie niemals freikommen. Punkt. Als mein kleiner Bruder zur Welt kam, wurde damals wirklich ein Traum wahr. Dass es ihn nicht mehr gibt. Das ist das Schrecklichste überhaupt. Und es hätte niemals geschehen dürfen.